Urlaub, Entspannung, durchatmen. Aber bitte ohne Hotelbunker oder Check-in-Stau. Eine Lösung hierfür? Der Marco Polo. Daimlers neuester Vertreter der Gattung alltagstaugliche Reisegleiter. Mercedes verspricht mit dem Marco Polo ein Multitalent für jedes Abenteuer. Flexibel, praktisch, dynamisch soll er sein und obendrein noch komfortabel. Nun gilt es zu prüfen, inwiefern diese Versprechen eingelöst werden. Die passende Sitzposition ist schnell gefunden. Die Bedienung gibt keine Rätsel auf. Auf den ersten Erfahrungsmetern durch die Stadt fährt sich der große Benz angenehm unaufgeregt. Doch die City ist nicht das primäre Terrain des Marco Polo. Raus aus der Stadt, Richtung Land und Autobahn. Hier können die 190 PS bis 250 BlueTEC Marco Polo mal richtig zeigen, was in ihnen steckt. Die 7-Gang-Automatik 7G-Tronic Plus wird über einen Schaltstock bedient. Im manuellen Modus nutzt man die Schaltpedals. Das neue Innenraumdesign ist nicht nur schicker als beim Vorgänger, sondern auch tatsächlich ergonomischer gelungen. Der Bildschirm wanderte von unten nach oben und ist jetzt genau da, wo ich ihn brauche, in Sichtweite. Wie alle wichtigen Funktionen. Toller Clou, das Infotainment-System lässt sich auch über ein Smartphone steuern. Beim Essen die Musik wechseln oder vom Bett aus das Sandmännchen einschalten. Kein Problem. Eines der Assistenzsysteme hier im Marco Polo ist die Distronic, die wir auch aus anderen Mercedes-Modellen kennen. Die lässt sich beliebig einstellen vom Abstand zum Vordermann hin und lässt es zu, dass das Auto selbstständig abbremst, den Abstand einhält und auch selbstständig wieder beschleunigt. Quasi ein moderner Tempomat mit automatischem Abstandswarner. Außerdem dabei ein Spurhalteassistent, der dezent dreimal das Lenkrad vibrieren lässt, wenn wir dann über eine weiße oder gestrichelte Linie fahren. Das Arsenal der optionalen Helferlein ist groß. Müdigkeitswarner, Totwinkel- und Verkehrszeichenassistent, Rückfahr- und 360-Grad-Kamera, um nur einige zu nennen. Sicherheitstechnisch beinahe S-Klasse-Niveau. Zu der großen Anzahl der Assistenzsysteme im Marco Polo zählt auch der Parkassistent. Bei einem solchen Campingkoloss nicht ganz unwesentlich, wenn man auf dem Campingplatz in kleine Parktaschen einparken muss. Wohnt es sich so gut im Marco Polo, wie es sich fährt? Via Buckelpiste zum Campingplatz. Auch ohne den optionalen Allradantrieb 4MATIC reicht die Traktion aus. Sesam, öffne dich. Der Überlebenskapsel-Check. Im Innenraum des Marco Polo überzeugen auch gleich die praktischen Qualitäten. So zum Beispiel hier eine, viele Ablagemöglichkeiten und Schubladen, in denen sich Gläser, Besteck und Töpfe befinden. Schick, praktisch und qualitativ stehen unzählige Fächer bereit. Töpfe und Co. finden ausreichend Platz. Der Kleiderschrank sorgt für knitterfreien Auftritt, der yachtähnliche Boden für stilechten Empfang. Die Abdeckung der Küchenzeile lässt auch aufgeklappt noch Licht ins Innere. Waschbecken, zweiflammiger Gasherd und 40 Liter Kühlfach reichen völlig. An Bord USB und 12 Volt Buchsen, Schutzschalter und 230 Volt Dose. Außen Schnittstellen für Frischwasser und Strom von extern. Eine stilistisch eigenwillige Bedieneinheit steuert die Funktionen des Wohnraums. Der gewinnt deutlich durch die drehbaren Sitze. Weitere Sitzgelegenheiten ruhen im separaten Fach. Zwei Campingstühle nebst höhenverstellbarem Tisch. Immer eine schöne Show, das Ausfahren des oberen Bettes. Hier wartet eine punktelastische Kaltschaummatratze auf müde Abenteurer. Die Liegefläche beträgt 2,5 x 1,13 Meter. Die Wände sind atmungsaktiv und sollen in kalten wie warmen Nächten genügen. Schick ist er und die Qualität stimmt. Nur der Preis könnte für den einen oder anderen eine Hürde bedeuten. Die Einstiegsvariante kommt mit dem 136 PS Diesel ab 55.000 Euro. Der gefahrene 250 BlueTEC mit 190 PS kostet knapp 61.000 Euro. Lässt sich aber bequem bis auf rund 100.000 aufrüsten. Wer über ausreichend Kaufkraft verfügt, muss sich jetzt nur noch entscheiden. Einfach oder königlich. Normal oder Marco Polo? Ich habe ein Astra-Trauma, ehrlich jetzt. Im Prinzip bin ich eigentlich im Astra groß geworden. Meine Eltern hatten zuerst einen Kadett E